Grüß Gott, mein Name ist Uli Tatler. Ich unterrichte an der Musikschule Krems Jazzklavier. Grundsätzlich sind in meiner Klasse Schüler jeden Alters willkommen. Das heißt, ich unterrichte auch Anfänger. Die jüngsten Schüler, die bei mir begonnen haben, waren 5 Jahre alt. Allerdings bin ich der Meinung, in den ersten Jahren des Erlernens des Klavierspiels gibt es weder einen Jazzklavierlehrer noch einen klassischen Klavierlehrer, sondern schlicht und einfach Klavierlehrer, weil die Grundbegriffe des Klavierspiels wie Notenkenntnisse, grundlegende Techniken etc. erworben werden müssen. Wenn sich allerdings herauskristallisiert, dass das Hauptinteresse eines Schülers der Popularmusik gilt, dann denke ich, ist er bei mir besonders gut aufgehoben. Soul, Popsongs, Weltmusik, sogar Musik aus Videospielen habe ich schon unterrichtet und ist durchaus interessant. Manche meiner Schüler möchten aber tiefer in die Welt der Popularmusik eindringen, sozusagen ein wenig professioneller. Mit diesem Rüstzeug und dem Wissen, wie man es umsetzt, kann man selbst Begleitungen entwickeln und spielen. Mit meinem Kollegen Christian Wendt leite ich das Jazz-Ensemble dieser Musikschule, wo leicht fortgeschrittene Schüler im Ensemble ihr Können erproben und erweitern mit unserer Hilfe. Mein Kollege Christoph Giegocher leitet eine Stageband, wo in größerer Besetzung so musiziert wird. Um die Kenntnisse, die ich da vermittle, die theoretischen Kenntnisse, auch anderen Schülern zugänglich zu machen, unterrichte ich einen 2-jährigen Kurs Jazztheorie und einen Lehrgang in Jazzgehörbildung. Diese Fächer, Ensemble, Jazztheorie, Jazzgehörbildung, sind Nebenfächer und ich möchte betonen, dass die Musikschule Krems über einen sehr, sehr großen Nebenfächerkanon verfügt, der Ihnen kostenlos zur Verfügung steht. Wenn Sie Fragen haben zu meinem Fach, bin ich natürlich gerne bereit, Ihnen Auskunft zu geben, sei es telefonisch, sei es persönlich. Am meisten würde ich mich freuen, wenn ich jemanden von euch bei mir in meiner Klasse begrüßen dürfte. Vielen Dank und ciao.